Hank. Ich bin Orson Welles. Selbstverständlich. Ich denke, wir müssen uns unterhalten. Wie sagt der Schriftsteller doch gleich? Erzähl die Geschichte, die du kennst. Hallo, meine Verehrung. Machen Sie es sich gemütlich, Mr. Mankiewicz. Oder soll ich Sie Herman nennen? Bitte, nennen Sie mich Mank. 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 Das ist Herman Mankiewicz, aber wir müssen ihn Mank nennen. Mankiewicz? Herman Mankiewicz, der New Yorker Dramatiker und Kritiker. Inzwischen bescheidener Drehbuchautor, Mr. Hurst. Das ist ein Geschäft, bei dem der Käufer nichts als eine Erinnerung für sein Geld bekommt. Was er gekauft hat, gehört immer noch dem Verkäufer. Das ist die wahre Magie des Films. Action! Donner, Blitz, Blut, Feuer, Religion. Hilfe! So rette mich doch jemand! Alles in einem Film. Das kriegt kein Regisseur kaputt. Genau deswegen möchte ich Mank immer dabei haben. Wie ich hörte, jagst du äußerst gefährliches Wild. Gott schütze William Randolph Hearst. Bereit und gewillt, den großen weißen Wal zu jagen? Nennen Sie mich ruhig Ahab. Kommen Sie rein. In dem Tempo wirst du nie fertig. Du hattest 90 Tage gesagt. Wells hat gesagt 60. Ich tue, was ich kann. Ich habe dein selbstmörderisches Trinken ertragen, dein zwanghaftes Spielen und deine dusseligen platonischen Affären. Du schuldest mir was, Herman. Für wen halten Sie sich eigentlich? Sie sind nichts weiter als ein lächerlicher Hofnarr. Ich wüsste nur zu gern, was du davon hältst. Ein Kuddelmuddel, eine Sammlung von Fragmenten, die in der Zeit herumspringen wie mexikanische Springbohnen. Willkommen in meiner Gedankenwelt. Das mit ihm verstehe ich. Aber was hat Marion getan, dass sie das hier verdient? Es ist nicht sie. Nicht alle Figuren sind Hauptrollen, oder? Einige sind Nebenfiguren. Wenn du einen Streit mit Willy vom Zaun brichst, bist du erledigt. Maya kann dich nicht retten. Niemand kann das. Am wenigsten der Wunderknabe aus New York. Ich habe jede Ablenkung beseitigt, jede Ausrede ausgeschlossen. Ihre Familie, ihre Kumpane, den Alkohol. Ich habe ihnen eine zweite Chance gegeben. Man kann nicht das ganze Leben eines Mannes in 2 Stunden einfangen. Man kann nur hoffen, dass es gelingt, einen Eindruck von ihm zu hinterlassen. Wieso hast? Neben seiner ganz persönlichen blonden Betty Boop warst du sein liebster Dinnergast. Kennst du zufälligerweise die Parabel vom Affen des Leierkastenspielers?